wie der hungrige Hugo mit Content-Klau reich geworden ist. Der YouTuber Hungriger Hugo. Er nimmt den Content von anderen Streamern und schneidet daraus Zusammenfassungen. Als wir Marcel zum ersten Mal begegnen, fällt es schwer, es zu glauben. Der ist nicht gerade. Er hat Alzheimer im Frühstadium. Wenn eine Zusammenarbeit beruht auf eine Zusammenarbeit bedeutet ja auch, dass zwei Leute zusammen arbeiten. Eigentlich sind solche Compilations auf YouTube nichts Neues. Das Ding ist aber, er macht mit seinen Videos aus fremdem Content sehr viel Geld. Hä? YouTube-Star Hungriger Hugo, 10.000 Euro je Monat im Kinderzimmer. Wie er mit fremdem Content auf YouTube reich wird, was das für Probleme mit sich bringt und ob ihr das auch schaffen könnt. Jetzt. Hä? Wie mit fremdem Content? Reaction-Streamer? Reaction gibt's doch schon seit Jahrhunderten gefühlt. Mittlerweile hat Hungriger Hugo auf seinem YouTube-Hauptkanal über 750.000 Abonnenten. Dazu noch 4 weitere YouTube-Kanäle, die er mit ähnlichem Content füllt. Hohe Abozahlen, 5 Kanäle und im Schnitt knapp 1 Million Views pro Video auf seinem Hauptkanal. Und das lohnt sich auch finanziell. Ich glaube, das allerbeste Video hat 2 Millionen Klicks oder so. Das hat so 5.000 oder so gemacht. Wow, das sind heftige Zahlen, Digga. Geschätzter monatlicher Umsatz, 18 Riesen, 17 Riesen, 12 Riesen. Boah, damn. Respekt, das mit einer einzigen Clip-Compilation, die halt auch noch aus fremdem Material besteht. Wow, jetzt mal kurz Stopp. Der macht das gut, aber ist es legal? Ich glaube nicht. Schauen wir weiter. Und ob der das nun rechtlich überhaupt darf, das haben wir den Endgegner von Richter Alexander Holt gefragt, nämlich Christian Solmecke. Grundsätzlich darf man natürlich keine YouTube-Videos von Dritten verwenden, ohne dass es dafür eine Genehmigung gibt. Als Ausnahme kommt allerdings eine relativ neue urheberrechtliche Ausnahme der Pastiche hier in Betracht. Pastiche ist also im Urheberrecht das neue Zauberwort. Damit sollen sich NutzerInnen kreativ ausdrücken und fremde Inhalte rechtssicher unter bestimmten Bedingungen verwenden dürfen, etwa für Memes, Remixes oder Cosplays. Ja, aber das Ding ist doch überhaupt keine Frage. Wir haben das doch, Artikel 13, Artikel 17, alle haben rumgeheult. Das Ding ist halt folgendes. Wenn alle wegen Upload-Filtern rumheulen und Reaction-Content der heiße Scheiß ist, ist das halt nichts Außergewöhnliches. Mein Hauptkanal besteht nur aus Reaktions-Content. Ausschließlich Reaktionscontent, ein bisschen Gaming-Kanal. Und das Commentary- und Reaktionsgame ist halt Inhalt meines Streams geworden. So, das ist halt ganz normal. Das ist ganz normal. Und Hungriger Hugo ist der Meinung, dass er eben auch ein völlig neues, eigenständiges Werk erstellt. Denn er schneidet die Clips nicht einfach nur so zusammen, sondern veredelt sie durch das Einfügen von Spezialeffekten, schnellen Schnitten und Animationen. Das ist nicht wenig Arbeit, sag ich mal, diese ganzen Sachen so zusammen zu schnippeln und rauszusuchen. Das, wenn man genau ist, ist das sehr, 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 sehr viel Arbeit. Wahrscheinlich. Holy shit, Digga. 10.000 mal so viel Arbeit wie eine Reaction zu machen. Okay. Ja. Das Offensichtliche zu. Absolut. Erst 10.000 mal 0 ist immer noch 0. Aber ist ja cool für ihn. Er schaut Streamer an, ändert ihren Content ab und YouTube gibt ihm Geld dafür und irgendwie kommt er auch damit durch. Damit wird auch jetzt alles geklärt, oder? So einfach. Ja, nee. Halt, Blonder. Ich würde mir das nicht gefallen lassen. Da gibt's doch bestimmt Streamer, die ihm da Stress machen. So, jetzt mal weiter hier, Schmalspur Joko. Einer der größten deutschen Streamer, Papa Platte, hat letztes Jahr noch das angekündigt. Ich möchte nicht mehr bei irgendwelchen Clip-Compilations zu sehen sein. Also, wenn ihr quasi das Video seht und ihr schneidet selber so Clip-Compilations, wäre es cool, wenn ihr mich einfach rauslasst. Ab jetzt. Aber wann nochmal genau? Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Das hat für viel Aufregung gesorgt, denn Papa Platte Clips waren sehr beliebt in Hugos Videos. Und mit Papa Platte hat sich somit der erste große Streamer gegen den Content-Klau gewehrt. Hä? Alter, jetzt muss man mal die Kirche im Dorf lassen und das ist halt auch das, was diese heuchlerische, ich möchte nicht in Fremdcontent vorkommen, während 50, 60, über 50% locker des eigenen Contents Fremdcontent ist, ist so eine lame Scheiße. Das ist so lame, Alter. Bruder, niemand hat das Recht, sich darüber beschweren, dass eigener Content in Fremdcontent verarbeitet wird, wenn es danach geht, dass du das selber machst. What the fuck?
Digga. Das ist so lame, Alter. Oh, ich fühle das null. Hat auch die Streamer Trimax und Montana Black nachdenklich gemacht. Hungriger Hugo, fetter Hugo, kleiner Schwarz-Hugo und wie die Idioten alle heißen. Es reicht jetzt mal mit Highlight-Clips. Der Grund ist, die Streamer haben eigene Highlight-Kanäle auf YouTube. Genau, die wollen halt selber Geld verdienen. Wie bei Hugo würden dann ihren Content vorwegnehmen. Mit dem Ergebnis, dass weniger Leute auf deren Highlight-Kanäle knicken. Weniger Views bedeuten auch weniger Geld für die YouTuber. Mit dem Streamer Trimax hat er zum Beispiel offen eine Vereinbarung getroffen, wie dieser in einem Stream erzählt. Du kannst meine Clips verwenden. Ich brauche dafür kein Geld. Aber benutze sie erst, wenn ich sie schon auf meinen YouTube-Kanäle geladen habe. Dann kannst du sie benutzen. Na dann, Party! Man bringe den Spritzwein. Das ist aber nicht nur eine reine Nettigkeit, denn die großen Streamer können erheblich von Hugos Videos profitieren. Und zwar... Es geht da nur ums Geld-Shit. Bei dieser Regelung und bei diesen Rhetoriken geht es nur ums Geld. Indem sie auf die Clips reagieren und das dann hochladen. Das sagt Hugo sogar selbst. Aber ihr habt ja vorher auch gehört, Monte hat teilweise mit einer Reaction vielleicht 20k oder so gemacht. Von irgendwas müssen Montes Fische auch leben. Die großen Streamer können sich entspannt zurücklehnen, Hugos Videos anschauen und erreichen dadurch selbst eine enorme Reichweite. Trimax hat zum Beispiel auf seinem Highlight-Kanal TryReact über 200.000 Aufrufe auf ein Reaction-Video zu Hugos Zweitkanal Satterhuru. Das ist ja ein geniales System. Also Trimax spuckt Content aus, Hungriger Hugo remixt den gleichen Content und dann kann Trimax nochmal frisch auf seinen eigenen Content reagieren. Auch im Fall Papa Platte gab es eine Kehrtwende. Auf Twitter schrieb er im April: Okay Männer, wenn's schief geht, seid ihr schuld. Also wenn die üblichen Verdächtigen mein Stuff usen wollen, do it. Falls nicht, dann nicht. Papatastisch. Hugo hat also nun alle großen Streaming-Fische auf seiner Seite. Und es ist ja ein lukratives Konzept, mit dem man viel Geld machen kann. Vielleicht stellt ihr euch jetzt die Frage... Yo, also viel Geld. Was ist da mit Steuern? Ich meine, Ingo. Alter, Alter! Was ist das immer mit diesem rechtlichen Scheiß? Ich bin wirklich mit meinen 43 Jahren echt alt, ne? Und ich sag euch ganz einfach, das ist der schlechteste Humor. EU, Alter, es ist so bad, so bad. Ey, was ist eigentlich mit den Steuern? Der Walonski, der soll mir mal schön sagen, wie ich das selber machen kann. Kommt da noch was? Passiert da noch irgendwas, ja? Hugo hat sich in dieser Nische eine Monopolstellung aufgebaut. Konkurrenz ist zwar da, aber bei Weitem nicht so erfolgreich. Während Hugo über 762.000 Abonnenten hat und das beste Video zum Beispiel 2,5 Millionen Views, ist die Abozahl bei seinem größten Konkurrenten kein Konzept, nicht einmal halb so groß. Er hat sich also schon eine sehr große Community aufgebaut. Um diese Abozahlen auf YouTube zu erreichen, braucht es sehr viel Zeit und man muss gesehen werden. Intro top! Hugo! 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 Das klingt ja wie ein Junggesellenabschied, der gerade im Sausalitos angekommen ist. Sein Humor und seine Schnittarbeit kommen gut an. Und Hugo hat auch die volle Unterstützung der großen YouTuber. Sie lassen ihn ja schließlich seine Videos mit ihrem Content machen. Wenn man sich also denkt, hey, der hungrige Hugo darf das ja auch. Ich nehme ein... Ich brich das ab hier. Der soll die halten einfach. Tut mir leid, aber ey, das ist wirklich, das ist dieses Öffentlich-Rechtliche. Also es ist halt einfach... Ich bin aber auch relativ froh. Ich glaube, viele von den Content-Creatern, die da genannt wurden, haben zurückgerudert. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es auch nicht zu vertreten wäre, wenn Großteil der Reaction-Streamer oder Reacts, die gemacht werden, sich darüber beschweren, dass jemand Drittes dann Content von ihnen weiterverarbeitet. Das ist doch scheißegal. Das ist ja auch nicht so, dass man davon nichts hat. So gesehen wird man ja trotzdem. Es zeichnet sich nur nicht sofort auf dem Konto ab. Und das ist halt das große Problem. Für viele ist es nur wichtig, was sich sofort auf dem Konto abzeichnet. Bis zum jetzigen Zeitpunkt habe ich aber tatsächlich, da gab es damals eine Diskussion mit Monte und so, aber bis zum jetzigen Zeitpunkt habe ich da nicht mehr was von gehört. Reactions sind ganz normal geworden, Fremdcontentverarbeitung ist ganz normal geworden und der Hauptcontent-Akteur profitiert da immer von. Und jetzt nochmal ein Real Talk zu dieser Valule-Scheiße, Alter. Journalistische Aufarbeitung ist ja schön und gut. Aber diese journalistische Aufarbeitung mit diesem unheimlich, wirklich merkwürdigen Twist,
einer Schrägstrich mit 20er Redaktion oder mit Ende 20er Redaktion zu versehen, die einfach wirklich zum Lachen in den Schrank reingeht. Alter, lass das doch einfach. Seid doch einfach nur ein cooles, seid doch einfach eine coole journalistische Aufarbeitung. Das ist so lame, Alter. Darf man deinen Content benutzen? Ist mir doch scheißegal. Mir ist das einfach egal. Ich glaube, letztens war auch irgendwas von mir bei Hungriger Hugo kurz, aber das ist mir ist das halt Latte. Für mich spielt das keine Rolle.